Hallo und willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Wir starten diesmal aus dem Menü, denn als ich gerade auf Fortfahren geklickt habe, kam ein anderer Ladebildschirm als sonst, also mit Ton. Wir haben uns den ja schon mal angeguckt, aber jetzt gucken wir uns den neuen an. Ich habe direkt Alt F4 und neu gestartet. Also hoffen wir mal, er kommt jetzt wieder. Mal gucken. Hey, hallo und willkommen beim Infoflash. Hattet ihr gestern auch einen Stromausfall? Als das Licht ausging, war ich gerade am Kochen. Na gut, ich habe einen alten Burrito aus dem Sofa gekramt und in die Mikrowelle gekloppt. Ja, ich hätte es nicht tun sollen. Alle sagen immer, dass die Mikrowelle Nährstoffe entzieht. Aber hey, dafür killt es auch die Kakerlaken, also positiv bleiben. Ach, scheiß drauf, wo war ich jetzt? Stimmt, der Stromausfall. So ein Kraftwerk in Cento hatte wohl einen Kurzschluss. EMP hat dort AVs vom Himmel geholt. Das NCPD sagt, der Stromausfall hat Schäden bis an die 120 Millionen verursacht. Die wahre Tragödie, kalte Burritos kriege ich nicht runter. 120 Millionen Eddies? Meine Fresse. Und das nur, um einen Typen in die Finger zu kriegen. Also du hast wirklich Eier, wie? So läuft das. Mal was Neues. Also diesen Start habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Wir waren hier, trifft dich mit River, war das die Nebenmission, die wir machen wollten. Gucken wir mal. Ja, gut, dann machen wir die. Alles klar, auf geht's. Ah, geil, wieder hier zu sein. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, weil keine Zeit. Rachel? Hey, hier ist Rachel. Das Passion-Projekt, der BD. Ah, ja. Was ist damit? Wir haben hier eine Krise. Könnten echt deine Hilfe gebrauchen. Stevenson hatte einen Zusammenbruch. Kein Therapeut kommt zu ihm durch. Kannst du herkommen? Zum Studio? Einfach um mit ihm zu reden? Sicher. Okay. Bin unterwegs. Sie sagt, sie kommt. Danke, Wee. Weißt du, erst will sie mich loswerden. Aber ich finde es gut, dass der Quest weitergeht, weil ich bin echt neugierig. Den machen wir auch direkt hier nach. Oder wir machen ihn direkt. Denn er hat einfach jetzt mal... Jetzt habe ich gedreht? Okay. Wir machen ihn direkt. Weil er gerade mehr angezeigt wird. Ich müsste vielleicht ein bisschen die Sterne machen, um Geld zu gewinnen. Okay, der nächste Stern, der auf dem Minimap ist, den nehme ich mit. Was war denn das gerade? Habt ihr das gehört? Als hätte irgendwas durchgeladen. Ich weiß jetzt nicht, wo die ihr Studio haben. Aber ich fahre mal durch die Gegend. Sieht cool hier in Japan-Town aus. Ich habe gesehen, Dinom hat aber mal wieder ein paar Kommentare geschrieben. Na, er gibt dem Schwierigkeitsgrad die Schuld. Ja, ich habe sehr viel voraufgenommen, deswegen der Kommentar, der ist jetzt 30 Folgen alt oder so. Also episch alt. Und noch ein anderer, den weiß ich gerade nicht auswendig. Was war denn das noch? Irgendwas war da noch. Warum? Streiken denn hier die Leute? Die wollen wohl alle nicht, dass der sich umbringt, oder was? Rachel, warte schon auf dich! Was ist los? Geht's Joshua gut? Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Geh rein da! Schätze, manchen gefällt's nicht, wenn jemand zur Unterhaltung Todesqualen erleidet. Alles Spaßbremsen, sonst nicht. Den Braindance werden Milliarden sehen. Das Studio hat scheinbar keine Angst vor einem Riesenskandal, ha? Huh? Machst du Witze? Die leben für Skandale. Ich wäre auch da draußen, wenn ich könnte. Aber ich habe eine Familie zu ernähren und der Job ist der Job. Na, wie RTL und die Bild, ne? Wo soll ich hin? Die Straße runter! Zu dem Gebäude mit dem Polizisten davor! Danke. Also im Prinzip müsste der jetzt voll Alarm schlagen. Moin, moin. Ne, im Prinzip, ne, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen mit der von RTL, wo die Show, ne, dressiere Kinder, kleine Kinder wie Hunde oder sowas, irgendwie so.
Gut, wenn diese Folge kommt, ist das eh schon alles out, aber... Hätte gedacht, du siehst professioneller aus. Wie sehe ich denn im Moment aus? Schon professionell so ein bisschen, ne? Also es sieht auf jeden Fall irgendwie Badass-mäßig aus. Hose ist ein bisschen komisch, ne? Kann ich mich drehen? Nein, kann ich natürlich nicht. Egal. Geh weg. Geh rein. Kann ich noch mit dir reden? Nein. Keine Sorge, Olga. Wir klären das. Definitiv. Wir halten den Zeitplan ein. Hilfe ist unterwegs. Jo, wer bist du? Oh, drück mich weg. Endlich. Na los. Stevenson fragt schon den ganzen Tag nach dir. Er ist in seiner Ankleide. Geh zu ihm. Na, jetzt auf einmal, ne? Jetzt brauchst du mich. Erst willst du mich loswerden. Und jetzt auf einmal... Schade, dass ich dir das nicht unter die Nase reiben konnte. Hätte ich gern gemacht. So gern. Alter, du bist ja nackt. Zieh dir mal was an. Loot? Ja, Logo. Gut, meine Bezahlung habe ich erhalten. Du wolltest mich sehen? Ich will, dass du bei mir bist, wenn meine Seele diese Welt verlässt. Ich habe keine Freunde oder Familie. Nur Fremde sind hier. Du willst diesen Braindance also wirklich drehen? Ich bin entschlossen wie nie zuvor. Darf ich erstmal looten? Danke. Denn Loot ist wichtiger als alles andere. Wie? Also ich will ihn auch nicht unbedingt... Es ist seine Entscheidung. Ich will ihn jetzt auch nicht dazwischen funken. Wir haben nicht viel Zeit. So, also ich meine, man sagt ja immer, wenn jetzt so ein guter Freund von dir, ne, sich umbringen will und du aber auch wirklich mit dem so ein guter Freund bist, tust du ihm dann davon versuchen zu überzeugen, es nicht zu tun? Oder tust du das, was immer alle sagen, ein guter Freund geht hin und hilft dir dabei oder gibt dir noch die Waffe oder so? Das ist halt die Sache. Aber ich will mich nicht da einmischen. Ich kenne den nicht. Mir ist es egal, was der macht. Und ich bin auch ein eiskalter Killer. Ich habe kein Problem mit dem Tod. Er hat auch viele ermordet. Viele würden wahrscheinlich froh sein, wenn der Typ stirbt. Und er will ja wahrscheinlich auch nur selbst nicht mehr darunter leiden. Im Prinzip entzieht er sich dem, was er getan hat. Ich denke, er leidet darunter nach dem, was er getan hat. Und will einfach nur nicht mehr leiden und fällt den Feigling weg. Und wird jetzt sein Leben beenden, anstatt sein Leben damit zu leben und versuchen es sein Leben lang wieder gut zu machen. Eine Schuld, die man nicht wieder gut machen kann. Und er versucht sich die zu entziehen. Aber ich bin nicht der hier, der urteilt. Wir haben nicht viel Zeit. Deswegen sage ich einfach das. Weißt du, was ich glaube? Du bist ein Rebell. Ein echter Revolutionär. Das verstehe ich nicht. Du willst den Leuten was Wahres geben. Was Echtes. Die vom Studio glauben, sie haben einen Trottel, an dem sie fett verdienen können. Aber in Wahrheit benutzt du sie. Du wirst die Welt verändern. So. Habe ich das nie betrachtet. Okay, jetzt überzeuge ich ihn doch. Scheiße. Ich habe solche Angst. Betest du mit mir? Irgendwas suchst du aus. Ich will nicht beten, aber ich bleibe hier bei dir. Atme in mir, du Heiliger Geist. Dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist. Dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist. Dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist. Dass ich Heilige hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist.
dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Joshua? Es ist soweit. Meine Zeit ist gekommen. Ich möchte, dass du mit mir kommst. Ich möchte, dass du den Hammer hältst und mich ans Kreuz schlägst. Bitte. Okay, ich meine... Okay, Joshua. Ich tue es. Danke. Ich meine, ich habe schon Schlimmeres getan. Na dann mal los. Das gibt eine dicke Prämie, ne? Du musst ein paar Zeilen sagen. Nicht viel. Du musst sie nur vom Prompter ablesen. Oh Mann. Also ich will jetzt ihn auch... Ich will jetzt sein Werk auch nicht verkacken. Deswegen werde ich es auch genauso vorlesen, wie es da steht. Weil ich würde nicht den hier schaden, sondern ich würde auch ihn schaden. Und ich will jetzt ihm nicht schaden. Ich nehme den Hammer. Kann ich nicht meine Mantis... Der ist ziemlich aufgeregt. Wäre ich aber, glaube ich, auch. Wobei, ich würde das nicht machen. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Was meinst du damit, Johnny? So, Leute, aufgepasst. Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Also jetzt ziehen wir es auch durch, jetzt wird nicht mehr aufgehört. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Geht ruhig weiter. Wir sind zu Recht gestraft, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Naja, hat er eigentlich schon. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Ich habe den Knopf gedrückt. Wahrlich, ich sage dir. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Johnny, hast du was dazu zu sagen? Joshua, willst du noch etwas sagen? Also ich meine, ich laufe hier die ganze Zeit vor die Kameras. Will keiner etwas sagen? Den BD will ich sehen, wenn hier einer vor der Kamera rumturnt. Joshua, ich hole gleich meine Mantis klingen, wenn es noch länger dauert. Zeit ist Geld. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Gut, ich kann nicht scannen, ob er tot ist. So, her mit den Kohlen. Das war wohl mein härtester Gig, aber ich hab's geschafft. Was jetzt? Jetzt gehe ich nach Hause und schlafe 2 Tage durch. Ich werde mich wegen deiner Bezahlung bei dir melden.
Ich erwarte deinen Anruf. Ja, bis dann. Ich weiß echt nicht, ob das ein guter BD ist. Aber was habe ich das Recht, das zu beurteilen? Und sein Lebenswerk jetzt damit zu zerstören. Oder sein... Ja, wie soll ich sagen? Wo ist eigentlich der Typ? Kann ich nochmal mit dem reden? Der stand ja hier. Der ist weg. Oh. So. Ah. Chillig. Ich muss das Auto neu spawnen, weil ich kann da nicht rausfahren. Der steigt immer direkt automatisch auf. Was für eine Karre ist das überhaupt? Es spawnt direkt kaputt. So muss es sein. Nicht. Dass die mich durch... Wie können die sehen, dass ich eine Frau bin? Total unrealistisch. Das Ding hat überhaupt keine Fenster, wo man reingucken kann. Finde ich übrigens sehr interessant. Überhaupt keine Fenster, sondern Monitor. Was ist, wenn so ein Monitor mal rumbackt? Oder was ist mit Delay oder so? Okay, der Bremsweg war so lang. Lohnt nicht. Bei dem Stern. Das war aber knapp. Die müssen über mich fliegen. Ich bin doch so schneidig. Die Klinge des Straßenverkehrs nennt man mich auch. Guck. Okay. Schlechtes Beispiel. Das auch. Bei dem geht das bestimmt nicht. Bin vielleicht doch nicht so die Klinge. Das ist mein Parkplatz. Problem damit? Also, ich bin da. Ich glaube, der Typ macht's nicht mehr. Oh, wobei doch, der hat da geparkt. Ich dachte, er wäre schon tot. Hey, wie? Jo. Wie geht es dir? Ziemlich mies. Sieht man mir wahrscheinlich auch an. Nette Karre. Neu? Nein. Nicht in Smalltalk-Laune, was? Nicht so richtig. Sorry. Er hat die Leute verpetzt wahrscheinlich und das ging gegen ihn. Also, was ist passiert? Ich brauchte jemanden zum Reden. Mhm. Hier, sieh dir das an. Lad mir doch kein Virus hoch. Hallo, ich bin Arif Iqbal und dies sind die WNS News. Top Story. Bei einer Straßenkontrolle ist das NCPD auf die Spur eines gefährlichen Entführers und Mörders gestoßen. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung 7. und 15. Avenue. Die folgenden Aufnahmen stammen direkt vom Tatort. 1038, ich wiederhole, 1038, Kennzeichen 2A... Das haben wir doch schon gesehen. Das kennen wir. Verstanden. Raus aus dem Wagen, Hände hoch! Ganz ruhig, Officer. Ganz ruhig. Das hab ich doch schon gesehen. Scheiße.
Wir haben ein 1053 und 54. Achtung, 1053 und 54. Bei dem Jungen handelt es sich um LeVar Martinez, 17 Jahre alt. Er wurde vor über einem Monat von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Unglücklicherweise verstarb LeVar an Ort und Stelle. Der Grund war ein septischer Schock mit akutem Organversagen. Autopsieberichten zufolge wurden dem Teenager gefährlich hohe Dosen von Hormonen, Anabolika und Stimulantien verabreicht. Die Polizei fand ebenso Spuren und Biomaterial von 7 weiteren vermissten Teenagern in dem Wagen. Der Halter ist ein gewisser Anthony Harris. Leider ist über ihr Schicksal noch nichts weiter bekannt. Obwohl der Verbrecher, der unter dem Namen Peter Pan bekannt ist, den Schuss überlebte, hat er das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt, was eine Befragung unmöglich macht. Bleiben Sie bei uns, um die weitere... Dieser Peter Pan, ein alter Fall von dir? Hast du ihn gesucht? Nie von gehört, ist nicht bei mir gelandet. Wo ist das Problem? Sie haben ihn doch. Mein Neffe, Randy, ist vor einer Weile verschwunden. Und was du gerade gesehen hast, das Kind hatte Randys Schuhe an. Oh, shit. Randys Verschwinden, weißt du darüber noch mehr? Meine Schwester und ich verstehen uns nicht gut. Ich weiß nicht viel. Ich wünschte nur, ich wäre in der schlimmsten Zeit für sie da gewesen. Hat man dir den Fall nicht übertragen, weil es dir zu nahe gehen könnte? Halten mich mit sowas wie einer einstweiligen Verfügung davon fern. Gonagall hat den Fall übernommen. Ein fauler Sack. Hat bisher einen Scheiß aufgedeckt. Ich würde das nie akzeptieren. Ich auch nicht. Genau deshalb frage ich dich um Hilfe. Okay, was müssen wir tun? Im Wachkoma kann der Typ uns nichts sagen. Aber wir können seine Träume sehen. Wie jetzt? Träume? Hast richtig gehört. Ich erkläre dir alles unterwegs. Es ist noch in der Testphase, hat aber schon erste Ergebnisse geliefert. Sie nehmen Träume auf, die sich dann als BDs abspielen lassen. Hast du Zugriff auf diese Träume? Noch nicht, aber sie sind im Labor, zu dem wir jetzt gehen. Ich kann leider nicht langsam gehen. Deswegen gehe ich stockend. Da ist rot. Okay. Haben wir einen Termin? Nicht ganz. Wir gehen zusammen rein, aber nicht durch den Haupteingang. Kein Durchsuchungsbefehl? Wir suchen den anderen Weg rein und hauen schnell wieder ab. War selbst noch nie hier. Du musst mir also helfen. Du willst es also illegal machen? Und was hat mir denn gerade Schaden gemacht? Die Wand? Ja, da komme ich aber auch nicht rein. Freundchen. Also ich komme hier rein. Super. Was jetzt? Jetzt finden wir unseren Eingang. Wir haben heute eine Inspektion. Sollte verlassen sein. Können ruhig Lärm machen. Woher weißt du von der Inspektion? Hat mich vorher schlau gemacht. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Super. Ich komme immer noch nicht rein. Ah, Fallschaden macht mir doch nichts. Wie ist der denn da jetzt reingekommen? Ah. Weißt du, wo sie die BDs aufbewahren? Sicher da, wo sie Träume autistischer Kinder editieren. Sollte Anthony Harris aufstehen. Sieh mal einer an, wer kennt's nicht?
Ein BB! Aus, wie heißt es? Oh, wie heißt das Spiel nochmal? Ein paar der Räume können wir uns wahrscheinlich sparen. Von Kojima. Ah, jetzt sag schon, wie heißt das? Verdammt nochmal, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber lustig, dass man hier einfach abgeschlossen. Ein BD findet. Der Postboten-Simulator, was sagt der? Der hat doch gerade irgendwas gesagt. Ach da. Ja, aber Spur von Bibi. Steht das vielleicht dabei? Wenn wir ihn nehmen könnten, es erkennt BTs, ne? Hier komme ich nicht rein. Hier werden definitiv keine BTs aufbewahrt. Man weiß ja nie, ne? Ich meine, ich find's halt interessant, wenn hier so Easter Eggs sind. Oh, jetzt triggert mich das, weil ich nicht mehr weiß, wie dieses Spiel hieß. Schon am Weitersuchen. Da komme ich nicht rein. Die Toiletten. Ich komme nicht drüber, okay. Ich bin jetzt die ganze Zeit überlegen, wie das Spiel hieß, ey. Ich komme einfach nicht drauf. Das macht mich wahnsinnig. Dass hier überall dieselben Nachrichten sind, der liest, würde es wissen. Wobei die sehen schon ein bisschen unterschiedlich aus. Ich habe nicht einen gelesen. Wäre vielleicht doof, vielleicht war in einem ein Code drin. Den ich jetzt natürlich nicht habe. Weil ich natürlich nichts gelesen habe. Überall steht nur irgendwas mit Nummer 91. Death Stranding. Ha! Ich wusste es. Wenn ich nur lang genug weiter überlege, während ich hier loote, dann irgendwann weiß ich Death Stranding. Ist noch ein Laptop. Hier ist nochmal Akten. Nein. Oh, hier sind zwei Dateien. Einmal wieder die 91er-Datei, aber diesmal sind hier 6 anstatt 5 Nachrichten.
Da komme ich nicht rein. Hey, River! Ich hab hier was! Was gefunden? Noch nicht. Anthony Harris. Hier, die Schubladen. Sag mal, warum hast du nicht einfach einen Hausmeister bestochen? Darf nicht riskieren, an einem fremden Fall erwischt zu werden. Ja, wenn. Was machst du hier? Du wurdest doch entlassen. Nein, nur suspendiert. Darf ich fragen, wer du bist? Ich rufe die echte Polizei. Warte, warte! Lass mich das erklären. Also echt, River. Als hättest du nicht schon genug Ärger. Harris hat meinen Neffen entführt. Das tut mir leid, wirklich. Aber wir lagern. Der hat keine Arme. Und befolgen Protokolle. Protokolle. Hier geht's um das Leben seines Neffen. Um das Leben eines Kindes. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch. Geh, bitte. Raus, sofort! Du arbeitest doch mit Cops, oder? Du weißt genau, wie sie sind. Die produzieren selbst mit Analysen einen Scheiß. Wegen dieser Denkweise leben wir in einer gesetzlosen Stadt. Gesetzlos? Weißt du noch, dein erstes Medizinexamen? Schwer zu vergessen. Hast mit Bravour bestanden. Urplötzlich ging die Frauentoilette in Flammen auf. Das Gebäude musste 2 Stunden evakuiert werden. Ich fass es nicht, dass du mir das jetzt vorhältst. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Vor allem dich nicht. Dieser Mann, er nimmt und nimmt und gibt nie was zurück. River und ich sind Freunde. Mich hat er noch nicht enttäuscht. Wir waren auch Freunde. Weigerst du dich deshalb, ihm zu helfen? Harris Traumbidi. Wo ist er? Er träumt nicht. Wieso das denn? Eine Kugel hat sein Gehirn verletzt. Wir empfangen nur vereinzelte Impulse, Bruchstücke. Ich würde gerne visuelle Stimulation anwenden. Aber er ist kein Autist. Mit vertrauten Klängen und Bildern erreicht man doch die Kinder. Ist ein Versuch wert. Ich bin mir der Parallelen von Hypothalamus-Stimulation und Hormonproduktion bewusst. Aber Harris ist kein Kind. Ich habe das Verfahren nie an einem Erwachsenen getestet. Und warum nicht? Weil ich, im Gegensatz zu River, Neurowissenschaft studiert habe. Und nicht nur bei meinem Sitznachbarn in der Metro etwas mitgelesen habe. Versuchen wir's. Wir wissen gar nicht, was er bevorzugt. Ich finde schon was. Als dass du willigst ein? Geht einfach. Ich mache euch die Vordertür auf. Legen wir los, wie? Ich weiß, wo wir anfangen müssen. Ganz nebenbei, was weißt du über Biochips? Vor allem über Arasakas Relic. Nun ja, ein Relic speichert das neurale Engramm eines Menschen. Man kopierte seine Erinnerungen und Persönlichkeit. Ja, das verstehe ich. Aber was passiert, wenn das gespeicherte Engramm das Engramm des Chipträgers überschreibt? Überschreibt? Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Warum fragst du? Ah, nur so. Ist nicht weiter wichtig. Danke. Schade. Das wäre jetzt interessant, wenn ich auf einmal so eine Lösung hätte. Ich habe nichts geklaut. Wir können die Vordertür nehmen. Scheinst beliebt bei Cops. Der will wohl in etwas intimeren Dingen rumschnüffeln. Was? Nein. River ist in Ordnung. Klar. Wenn du was sagen willst, dann raus damit. Sieht aus, als hätte der Bulle eine paarungswillige Kuh gefunden. Was für eine tolle Bemerkung. Besonders von einem scheiß Datenhaufen in meinem Kopf. Ich meine, es geht hier um ein Kind zu retten. Wenn er mich irgendwann verarscht, dann hat er Mantisklingen im Gesicht. Das weiß der.
Okay, schieß los. Du hast deine Marke verloren. Du hast mir nichts davon erzählt. Warum? Weiß nicht. Macht dich irgendwie zu einer Bleibirne, oder? Sieht wohl so aus. Ich red einfach ungern über Sachen, die mir zu schaffen machen. Von mir aus? Sag mir aber wenigstens, wohin wir unterwegs sind. Zu Joss. Brandys Mutter. Sie denkt, er ist nur weggelaufen. Behalten wir die Entführung erstmal für uns. Sollten wir nicht lieber versuchen, Harrys Wohnung zu finden? Ein Haus. Und ich glaube kaum, dass er seine Opfer im Keller festhält. Wir versuchen's natürlich. Vielleicht finden wir bei Randy irgendeine Spur zu Harris. Dürftige Spur. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hast du keine Angst, dass Yavin dich bei deinen Vorgesetzten anschwärzt? Wir waren mal Freunde. Das würde sie nicht tun. Und ich weiß auch was über sie, was sie lieber geheim halten würde. Aber ich werde es natürlich nie verraten. Meinst du, Yavin hilft uns, in Anbetracht der Lage? Ja, unsere Reibereien enden immer auf die gleiche Art. Ich erzähl's dir mal bei einem Bier. Konzentrieren wir uns darauf, Randy zu finden. Klar. Kommt da noch was? Nein, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen einmal F. Okay, wir sind da. War lange nicht hier. Ich kam mal jedes Wochenende her. Vor etlichen Jahren. Und? Hat sich was verändert? Solche Orte verändern sich nie. Nur mal gucken, wo wir sind. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Alter, ich habe überhaupt kein Geld. Was ist mit meinem Geld passiert? Wer hat mir mein Geld geklaut? Habe ich überhaupt eine Ersatzknarre für? Nein. Ich brauche wieder eine Smartwaffe. Reizende Nachbarschaft. Findest du Johnny? Oh, ich kann einfach durch dich durchgehen. So, hier war doch noch einer. River. Entweder du willst was oder weißt was zu Randy. Sonst hättest du deinen Arsch nicht hierher geschleppt. Entweder du willst was oder weißt was zu Randy. Sonst hättest du deinen Arsch nicht hierher geschleppt. Ich komm gleich. Fang noch nicht an. Einfach voll verspiegelt. Sekunde noch. Entweder du willst was oder weißt was zu Randy. Sonst hättest du deinen Arsch nicht hierher geschleppt. Joss, das ist wie... Jo. Also, wie? Geht es um meinen Jungen? Ich misch mich nicht ein. Joss, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber Randy wurde entführt. Entführt? Ich dachte, wir sagen das nicht. Aber er lebt noch, oder? River, jetzt antworte mir! Wir suchen ihn, Joss. Hier. Streiten bringt niemandem etwas. Er ist mein Kind. Sag mir nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Joss. Hör mal, wir müssen Randys Sachen durchsuchen. Warum? Um eine Spur zu finden. Vertrau mir, Joss. Macht nur nichts kaputt. Randy kann's nicht leiden, wenn jemand sein Zeug anfasst. Gehen wir wie? Die Kinder spielen draußen. Hol sie rein, es gibt Essen.
Wieso sollen wir jetzt... Oh, jetzt geht sie auf einmal, okay. Woran denkst du? An Mantis Klingen. Dass alle Frauen in deinem Leben Charakter haben. Das ist der Wohnwagen. Achte auf jedes Detail, okay? Uncle River! Monique, Dorian, na ihr? Ist das deine Freundin? Eine Freundin. Und das wird sich auch nie ändern. Schläfst du hier? Also, dass es nicht mehr wird. Also, vielleicht werde ich ihn auch mal töten. Aber ich bin lesbisch. So, jetzt ist es raus. Ich werde alt F4, wenn die irgendwann was tun. Randy eingezogen, nachdem ich einen neuen gekauft habe. Ich werde alt F4, wenn die... Erinnert mich an meine erste Bude. Seh dich um, ich durchsuch den Müll. Ich werde jetzt sag ich's auch nicht mehr. Hier ist irgendein Schlüssel. Verdammt alt. Nicht wirklich das, was wir suchen. Aber ich habe ihn geklaut. Ich habe Beweismittel gesichert. Alles Beweismittel hier. Poster. Wieso kann ich... Tainted Overlord. Ah, da. Seine Lieblingsband. Kennst ihn gut. Hab ihm zum Geburtstag immer ein Album geschickt. Was er wahrscheinlich schon hatte. So, dann machen wir mal auf hier. Hab hier so ein Spiel. Mit Versandcode drauf. Sieht aus wie ein schwulen Heftchen. Na, jeder das, was er mag, ne? Das ist aber mal ein dicker, eine dicke Buchse, du. Ich würde gerne das Spiel nochmal angucken, was das für ein Schlüssel war. Immerhin war das eingeschlossen. Angeschlossen. Wo ist denn die Konsole? Ach, krass. Da sind noch die Kerben, wo wir markiert haben, wie groß die Kinder waren. Sie meinen wurde im Schrank gelassen. Hat er das? Ich dachte, du durchsuchst den Müll. War ich wohl nicht schnell genug oder was? Ah, sie meinen an, da ist doch noch was. Die Tech ist teuer. Konnte Randy sich das leisten? Hast du Witze? Hol raus jetzt. Wobei, wenn ich jetzt aufhöre, könnte ich die nächste Folge auch noch aufnehmen. Deswegen sehen wir uns auch in der nächsten Folge erst wieder. Also bis dann. Ciao!